Hallo. Hallo und willkommen bei Markus Canaria. Wie geht's euch, Freunde? Wir gehen heute schön lecker essen und das ist ein Video für alle, die auf Gran Canaria sind oder planen, nach Gran Canaria zu kommen und sich überlegen, wo es denn die besten Restaurants gibt. Hier ist nach unserer Meinung das beste Restaurant, wenn es um Fisch geht, um alles, was Seafood ist. Das heißt El Capitan und es ist in San Agustin und das waren wir schon ein paar Mal und sind absolut von überzeugt und deswegen gehen wir heute auch wieder hin, deswegen nehme ich euch mal mit. San Agustin, wer sich noch nicht so orientieren kann, ist wirklich im Süden, ganz nah bei allen anderen Orten hier wie Maspalomas, Playa del Inglés und ist eine 5 Minuten Fahrt mit dem Taxi oder wer die Busse nehmen kann, kommt hier genauso super einfach von allen Orten drin. Und das Restaurant hier ist direkt am Meer gelegen, das heißt auch wer vielleicht mittags essen will oder am Nachmittags essen möchte, der ist hier, hat hier eine ganz tolle Location. Es ist jetzt schon ein bisschen später am Abend, deswegen schneide ich hier einfach mal einen kleinen Clip dazwischen, wie es hier tagsüber aussieht. Jedes Mal, wenn wir hier sind, probieren wir ein bisschen was anderes von der Speisekarte. Die ist ziemlich groß und dreht sich eben um alles, was Fischspeisen sind. Und wer eben ganz typisch kanarisch essen möchte, wenn man schon auf einer Insel ist, dann ist man hier genau richtig. Deswegen sind wir auch so begeistert davon. Und heute Abend arbeiten wir uns deswegen ein Stück weiter durch die Karte, probieren wieder was Neues aus, was es hier an Meeresfrüchten gibt. Also wir haben bestellt und wir haben uns entschieden und es ist eine gegrillte Meeresfruchtplatte gewesen. Aber zum Starten gibt es erstmal einen gemischten Salat als Vorspeise. Guten Appetit! Also ist auf jeden Fall das richtige Restaurant für die Leute, die gerne volle Teller mögen. Unser Tisch ist gut bis zum letzten Zentimeter ausgefüllt. Wir haben hier unsere gegrillte Meeresfrüchteplatte und Pommes frites und Soße noch dabei. Und die Teller sind mit allerlei Werkzeug und Besteck gefüllt. Also guten Appetit, Schatz! So, wir haben gegessen und schön Zeit verbracht. Also El Capitan ist absolut die Empfehlung, wenn du Meeresfrüchte magst. Und das Restaurant hat wirklich vorzüglichen Service, ist wirklich sehr, sehr zuvorkommend. Und das Essen, die Zutaten sind super, super frisch. Von daher absolut meine Empfehlung, wenn du auf Gran Canaria bist und schön essen gehen willst. Und das Ganze hier noch in San Agustin, wunderschöner Strandlage. Also ich hoffe, es hat dir gefallen. Hier kommen noch ein paar mehr Essensvideo. Wir machen die Mühe für euch und gehen lecker essen. Könnte schlimmer sein. Hallo, ist ein neuer Tag. Nachdem wir im letzten Restaurant waren, bei El Capitan, dachten wir uns, hier gibt es ja eigentlich noch mehr in San Agustin. Warum machen wir nicht ein Video mit allen Restaurants, die wir hier gerne haben? Also gehen wir jetzt ins nächste. Das Video geht daher weiter und diesmal mit italienischem Essen. Und zwar unserer Meinung nach dem besten italienischen Essen auf der Insel. Und da gucken wir uns jetzt ganz besonders die Pizzakarte an. Die ist nämlich sehr, sehr lecker. Es geht ins Adio Mare. Und das hier in San Agustin im Einkaufszentrum. Es gibt nur eins, leicht zu finden. Und man kann es von hier aus schon riechen. Und es riecht sehr gut. Deswegen freuen wir uns umso mehr gleich auf unsere Pizzen. Wir haben es jetzt auch reingeschafft ins Restaurant. Wir sind hier gerade noch auf den Sonnenuntergang, wie die Sonne untergeht, auf dem Ozean. Den Ausblick hast du hier aus dem Restaurant, was sehr schön ist. Und dabei studieren wir auch noch die Speisekarte. Und das sind einfach nur die Pizzen, die sie hier haben. Ich habe schon einen Favorit und Janina hat schon fleißig unsere Vorspeisen studiert.
So, und das ist heute hier unser erster Gang. Es gibt also Garnelen und die sind noch ordentlich am Brutzeln im heißen Fett. Und einen gemischten Salat. Und das ist unsere Vorspeise, während unsere beiden Pizzen am Vorbereiten. Und darauf freuen wir uns besonders, weil die Pizzen hier sind, wie gesagt, schon sehr, sehr lecker und auch eine gute Portion. Also guten Appetit. Draußen ist mittlerweile auch schon die Sonne untergegangen und wir haben mittlerweile unsere Pizzen bekommen. Und die Größe ist auf jeden Fall sehr, sehr gut, sehr, sehr leckerer Rand, sehr knusprig. Und bei mir sind es 4 Pilze und bei Janina ist es Pizza Bombay heißt es, mit einigen Extras dabei. Und ich kann nur sagen, von meiner Erfahrung hier, die sind wirklich immer sehr, sehr lecker, egal was ich bisher bestellt habe, auf jeden Fall mal Daumen hoch. Preislich liegen die hier so, je nachdem was du bestellst, um die 10 Euro. Und heute ist ein Mittwochabend und es ist super voll hier. Wer hier an einem Wochenende hin will, der sollte auf jeden Fall dran denken, vorher anzurufen und sich 2 Tische zu reservieren, um auch wirklich Plätze zu haben. Wir sind fertig mit dem Essen und wir sind sehr, 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 sehr voll, muss ich sagen. Die Portionen sind ordentlich. Wenn ich nach links und rechts geschaut habe, habe ich auch gesehen, die Gäste, die so Fleischgerichte haben, die haben auch sehr üppige Portionen bekommen. Und man hat auch gesehen, dass sehr viele von den Gästen Einheimische sind, Spanier. Und das ist ein gutes Zeichen, dass die, wenn die dorthin kommen, dass das Restaurant gut sein muss und dass das Preis-Leistungsniveau auch gut sein muss. Hier im Süden, wo so viele Touristen sind, kann das sehr unterschiedlich sein. Und da deckt sich auch auf jeden Fall die Erfahrung mit den Erfahrungen, die ich gemacht habe im Alio Mare. Wer gerne Fleisch isst oder wer gerne italienisch isst, für den ist es auf jeden Fall eine gute Empfehlung. Link auch hier drunter. Und das war's mit dem Restaurant für heute Abend. Und ein drittes Restaurant haben wir in dem Video, aber das machen wir weiter an einem anderen Tag. Es ist ein neuer Abend und wir sind wieder unterwegs, diesmal in Playa del Inglés. Und unser Ziel ist das Restaurant Greek Village, ein griechisches Restaurant hier in Playa del Inglés. Da gibt es auf jeden Fall auch noch mal sehr leckeres Essen. Also alle 3 Restaurants, die wir hier gezeigt haben, die waren, ich denke mal, eher so mittlerem Preissegment. Wir haben überall eine Vorspeise gehabt, und zwar ein Salat und vielleicht hier und da noch was Kleineres dabei. Und dann eine große Hauptspeise und noch alkoholische Getränke. Und wir sind immer so auf 40 bis 50 Euro rausgekommen. Also das mal dazu. Alle Restaurants sind auch noch relativ ähnlich. Man sieht dort viel spanische Kunden, das heißt, die Einheimischen gehen da essen, was sicherlich auch ein gutes Zeichen ist für die Qualität und die Preis-Leistung. Von dir würde ich gerne wissen, welche Küche bevorzugst du denn eigentlich? Schreib doch mal hier runter in die Kommentare. Spanisch, das war das Fischrestaurant am Anfang, also Spanisch, Italienisch oder Griechisch. Und lass mal von dir lesen. Wir starten als Vorspeise mit was sehr Interessanten, und zwar ist das ein Mix mit sehr vielen verschiedenen Gerichten von dem Vorspeisenmenü auf der Karte. Deswegen bekommt man eine kleine Probe von allerlei Sachen und das, denke ich, ist ziemlich interessant. Also Hummus, Feta, Tzatziki und noch Salat und natürlich noch mehr Brot auf der Seite, und zwar Pita-Brot. Also guten Appetit! Wir sind jetzt bei der Hauptspeise angelangt und das ist typisch griechisch und haben uns da Gyros-Teller geben lassen. Nach dem Salat sind wir allerdings schon ziemlich gut gesättet, aber so lecker wie es aussieht, kriegen wir den sicherlich auch gut leer. Wir sind wieder auf dem Heimweg und fertig mit dem Essen. Es hat wirklich sehr, sehr gut geschmeckt hier und wir sind sehr, sehr gut satt geworden. So satt, dass es auf keinen Fall irgendwie noch für Nachtisch gereicht hätte. Ehrlich gesagt, muss ich gestehen, wir haben die Teller vom Hauptmenü noch nicht mal ganz leer bekommen, weil die Vorspeise war dann doch so reichhaltig. Das waren also mal 3 schöne Restaurants hier, wo es hier sehr, sehr gutes Essen gibt. Und in einem der nächsten Videos werden wir hier auch mal etwas zeigen, was mehr so All-You-Can-Eat-Buffet ist, was es hier auch ein paar sehr gute gibt, die auch ziemlich, die noch ein bisschen günstiger sind als das, wo wir jetzt waren. Und dann gehen wir auch mal in ein paar schönere Restaurants, die vielleicht noch ein bisschen ausgefallener sind, und zeigen euch die auch.
Um das zu sehen, ist es am besten, wenn du jetzt unter dem Video auf den Abonnieren-Button klickst und auf das Glockensymbol daneben, falls du den Kanal hier noch nicht abonniert hast, weil nur dann benachrichtigt YouTube über jedes neue Video, was ich hier rauflade. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video aus Gran Canaria. Ciao, ciao. Bye, bye.